dass das komplette Zeitalter in Relevanz zu der Ewigkeit nur nicht höchstens wie ein Tag ist oder wie ein halber Tag. Das heißt, das zu verkraften und zu dulden, ist in Betracht auf der ewigen Belohnung oder auf der nächsten Welt, in der es eben diese Form des Übels nicht geben wird, ist es sogar berechtigt. Denn andernfalls wünscht man sich ein Paradies auf Erden. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in diesem Hadith wird das dargestellt, dass das keine Relevanz hat, kein Vergleich, man kann das nicht vergleichen. Er sagte, es wird am Tage der Auferstehung mit den glücklichsten Bewohnern der Erde kommen. Bi an'ami ahli al-ard. Und er wird einmal in Jahannam getaucht, also nur eingetaucht. Er wird nicht dort verweilen, er wird nur einen Moment eingetaucht. Dieser Moment macht nicht seine 40, 50, 60 oder 100 Jahre auf der Erde aus. Und dann wird er wieder rausgeholt und man wird ihn fragen, hast du jemals Glück gefühlt? Hast du jemals Wonne gefühlt? Yani Genussgefühl? Er wird sagen, la ya Rab. Nein, mein Herr, also dieses einmalige Eintauchen, und das ist noch nicht die Ewigkeit, hat ihn das alles vergessen lassen. Ebenfalls jemand, der, danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith, danach wird ein Diener gebracht, der das elendste Leben auf Erden durchgemacht hat. Und man wird ihn für einen Moment in das Paradies eintauchen und wieder rausholen. Und man wird ihn fragen, hast du jemals Elend durchgemacht? Ging es dir jemals schlecht? Er wird sagen, nein, mein Herr, hat's vergessen. Daher dieses Problem, Mu'dilatu Shar, die sogenannte Theodizee-Frage, die stellt sich eigentlich nur für einen, der sein Leben oder das Leben der Existenz auf diese Welt hier beschränkt.